In diesem Video sehen wir uns an, wie man eine Tabelle am SQL-Server in ein XML-Datenformat überträgt. Bevor wir losstarten, bitte ich euch noch, meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wie eingangs erwähnt, ist die Aufgabenstellung, eine Tabelle am SQL-Server in ein XML-Datenformat zu übertragen. Dazu habe ich nun das Management Studio geöffnet und habe auf der AdventureWorks Datenbank nun viele Tabellen zur Auswahl. In meinem Fall wende ich nun das XML-Datenformat an dieser Tabelle Location an. Bevor wir das durchführen, noch ein Blick auf den Dateninhalt dieser Tabelle. Wie wir sehen, besteht diese aus 5 Spalten und diese möchten wir nun entsprechend konvertieren. Dazu habe ich bereits eine Abfrage vorbereitet. Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Tabelle nun in ein XML-Datenformat konvertiert werden kann. Möglichkeit 1 ist bei der Abfrage dieser Tabelle der Zusatz vor XML Auto. Wenn ich nun diesen Befehl ausführe, erhalte ich nun ein Ergebnis. Dieses Ergebnis habe ich in ein Notepad++ reinkopiert. Wie man sehen kann, haben wir nun ein entsprechendes XML-Datenformat. Das war Möglichkeit 1. Sehen wir uns nun Möglichkeit 2 an, und zwar wenn ich die XML-Struktur verschachtelt darstellen möchte. Dazu bietet auch der SQL-Server einen Befehlssatz an, und zwar for XML path sowie root, um den Startknoten zu definieren. Wenn ich das nun ausführe, habe ich nun das entsprechende XML-Format verschachtelt in ein Ergebnis übergeführt, das wie folgt aussieht. Wie man hier sehen kann, sind nun die einzelnen Datensätze als Unterknoten von Products aufgelistet. Wie ihr sehen könnt, habt ihr nun zwei Möglichkeiten gesehen, wie eine Tabelle in ein XML-Format konvertiert werden kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss, danke und bis bald.